60 Trainer braucht man eine ganz dicke Mähne. Maurizio Jacobacci nach 4 Niederlagen in Folge und internen Querelen unter Druck. Sie waren zu Gast in Halle, die Münchner Löwen, beim Team von Sreto Ristić. Der HFC sammelte bislang alle Punkte der Saison, alle 7 im eigenen Stadion. Also eine schwere Aufgabe für die Gäste in den minzgrünen Trikots. Und der HFC mit der ersten Chance des Spiels. Denis mit dem Steckpass in Richtung Baumann, aber 60-Kapitän Verlat dazwischen. Es war eine gute Anfangsphase von beiden Mannschaften. 60 defensiv gut fokussiert. Und offensiv wieder mit Moritz Schröter, einer von 3 Neuen in der Startformation. 18. Minute, keiner geht den Schröter an, dann macht das halt mal ganz entspannt alleine. Das war ein bisschen schläfrig von Halles Hintermannschaft, Landgraf und auch Zazar düpiert der Abschluss, dann aber so lala. 60 stand defensiv gut und der HFC machte dann Fehler. Hug zu schlampig, Schröter dazwischen und diese Chance ließ er sich nicht nehmen. Das 1-0 nach 23 Minuten für den TSV. Erster Saisontreffer für Schröter. Der machte mächtig Alarm, profitierte hier aber auch vom schlimmen Bock von Nico Hug, der mit dem Münchner Angreifer gehörig Probleme hatte. Der Angriff abgeschlossen, dann perfekt. Mit ganz viel Übersicht. Es war ein Wirkungstreffer. Halle tat sich in der Folge im Spiel nach vorn schwer gegen richtig gut geordnete Münchner. Nachspielzeit des ersten Durchgangs, dann kamen sie nochmal vor die Kiste. Der Abschluss von Wolf entschärft von Hiller. Das war's in Durchgang Nummer 1. Die 1000 mitgereisten Fans aus München konnten bis hierhin zufrieden sein. Halbzeit 2, der HFC musste sich steigern, aber erstmal kam wieder der TSV. Und wenn es gefährlich wurde, dann fast ausschließlich über den Mann mit der 17. Moritz Schröter, der vernaschte alle und hatte auch immer mal wieder was Überraschendes parat. Sein satter Abschluss aufs kurze Eck. Da musste Müller ran, denn der hätte gepasst. Der HFC wechselte zur Pause gleich 3-mal und die frischen Kräfte brachten auch frischen Schwung. Reitschberger mit seinem Startelfdebüt, Berko, einer der Neuen und im Zentrum verpasste Baumann, der Top-Torjäger. Es fehlten ein paar Zentimeter, aber sie näherten sich langsam an, die so heimstarken Hallenser. Dann aber wieder 60, bisschen Entlastung und immer wieder Schröter und dessen Hereingabe Franz Kuttau. Der traute sich nicht zu jubeln. Warum? Ja, er ist in Halle geboren und hat beim HFC das Fußballspielen erlernt. Über 100 Spiele in der dritten Liga für Halle. Hier leitete er das 2-0 nach 66 Minuten selbst ein. Einsperger ließ ihn aus den Augen. Sträflich, 60, effizient vor der Kiste. Und dann duftete es so langsam heftig nach Auswärtssieg und Befreiungsschlag. Der HFC aber steckte noch nicht auf. Landgraf mit ein bisschen Platz, die Flanke super. Bolicki, das musste das 1-2 sein. In Minute 72. Halle investierte viel nach dem Seitenwechsel, aber ließ auch unglaublich viel liegen. Denn auch die nächste Aktion fand keinen Torerfolg. Trotz aussichtsreicher Position. Tunay Deniz beim 4-1 gegen Sandhausen, dem letzten Heimspiel Doppeltorschütze. Auch ihm versagten vor Hiller die Nerven. Und so plätscherte die Zeit dahin. Der HFC machte ganz viel, aber es glückte offensiv so gut wie gar nichts. Der TSV hatte alles im Griff, schwächte sich dann aber selbst, denn Manfred Starke sah von Schiedsrichter Speckner glattrot. Das allerdings war eine zu harte Entscheidung. Ja, er legte sich den Ball zu weit vor und ja, er traf Landgraf, aber er zog das Bein noch zurück. Das war maximal gelb. Aber das änderte nichts mehr. Am Endstand, aufatmen bei den Löwen. Maurizio Jacobaccis Team gewinnt mit 2-0. Wir haben wirklich wenig Fehler gemacht. Der Gegner hatte auch die ein oder andere Möglichkeit, muss man auch sagen. Aber da war der Hiller da, da war ein Fuß da, da war ein Knie, wie auch immer was, ein Körperteil. Und das gilt es auch zu verstehen, dass man sich eben in diesen Ball reinwirft und eben das Tor so verteidigt, dass man kein Tor bekommen muss. Irgendwann mal reicht es. Irgendwann mal müssen wir schon auch Leistung bringen und aus Wollen Leistung zu bringen und dann auch Punkte zu bekommen.
Halle verliert erstmals auch zu Hause und rutscht ins kleine Formtief. Bei den Münchner Löwen dagegen ist mannschaftliche Geschlossenheit und auch Erfolg zurück. Das war ein ganz wichtiger Befreiungsschlag für Jakubacci und Co. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.